Schlackenstoffe. Schlackenstoffe ist die Bezeichnung im Volksmund und in der Naturheilkunde, zum Beispiel der Humoralpathologie, für Stoffwechselprodukte, die für den Menschen nicht gut sind. Der Körper hat alle möglichen Ausscheidungsprozesse, mit denen er die Stoffwechselprodukte abbaut. Wenn er bestimmte Stoffwechselprodukte nicht abbauen kann, dann sind das Schlackenstoffe. Manchmal werden die Schlackenstoffe auch als Homotoxine bezeichnet. Im Ayurveda spricht man von den sogenannten Amas, AMA, das ist das, was man als Schlacken oder Schlackenstoffe bezeichnen kann. Lange Zeit hat die Schulmedizin gelächelt über das Konzept der Schlackenstoffe, aber auch in der Schulmedizin sind die Schlackenstoffe sehr wohl bekannt. Sie werden unter anderem Namen bezeichnet. Zum Beispiel gibt es Ablagerungen an den Arterienwände, die zu Arteriosklerose führen. Es gibt zum Beispiel Ablagerungen im Zwischenzellgewebe. Es gibt Ablagerungen in den Gelenken. Und auch in verschiedenen anderen Organen können sich Schwermetalle und anderes ansammeln. Und so werden verschiedene Nahrungsmittel Schlackenstoffe erzeugen und wird es auch so sein, dass der Körper auch mit normalen Stoffwechselprodukten nicht immer gut umgehen kann. Auch teilweise geschädigte Zellen, die nicht abgebaut werden und nicht ausgeschieden werden und die aber keine wirkliche Funktion mehr haben, sind auch eine Form von Schlackenstoffen. Und so spielt sowohl im Ayurveda wie auch in der Naturheilkunde und der traditionellen chinesischen Medizin die Ausscheidung von Schlackenstoffen eine wichtige Rolle. Im Hatha-Yoga macht man das zum Beispiel mit Kriyas, mit sogenannten Reinigungstechniken, mit denen man die natürlichen Ausscheidungsorgane in ihrer Wirkung unterstützt. Zum Beispiel kann man mit Neti, also mit Salzwasserspülung der Nase, kann man die Schleimhäute der Nase besser funktionieren lassen. Wenn du regelmäßig Neti machst, dann bekommst du weniger Heuschnupfen und auch seltener Erkältungen. Wenn du zum Beispiel auch mit Salzwasser gurgelst, vielleicht sogar mit Salzwasser und einer Messerspitze von Turmeric, dann hilft das auch, dass deine Kehle sich wohlfühlt. Und wenn du mit einem Löffel die Zunge von hinten nach oben vorne sanft abreibst oder auch mit einem Zungenschaber, dann können dort Schlackenstoffe von der Zunge und der Zungenwurzel entfernt werden, was die Wahrscheinlichkeit für Husten, Erkältung, Heiserkeit reduziert. Wenn du Kapalabhati übst, dann kann das helfen, dass du Schlackenstoffe aus der Luft besser eliminierst. Gerade Feinstaub und anderes, das vielleicht nur teilweise in den Blutkreislauf übergeht, zum Teil sich aber ablagert an den Alveolen oder auch in der Schleimhaut der Alveolen, all das kann durch Kapalabhati, also die Stoßatmung, die Schnellatmung, entfernt werden. Wenn du die Salzwasserspülung des Magens, also Kunja Kriya, übst, dann hilft das, dass der Magen sich besser reinigen kann und das wiederum ist gut gegen sowohl Magenschleimhautentzündung als auch gegen Dyspepsie, also einen zu schwachen Magen. Genauso auch Agnisara und Nauli sind gute Techniken, dass der Dünndarm gut funktionieren kann. Und mindestens ein paar Mal im Jahr einen Einlauf zu nehmen, kann helfen, dass auch der Dickdarm sich gut entleeren kann. All das hilft den Ausscheidungsprozessen. Und wenn du außerdem vielleicht ab und zu mal fastest, dafür umso mehr trinkst, dann hilft das auch, dass der Körper zum Beispiel defekte Eiweißmoleküle abbauen kann, dass er Zellen, die nicht mehr so richtig sind, abbaut und dass er auch im Zwischenzellraum Schlackenstoffe eliminiert. So ist es also gut, erstens gesund zu leben, gesunde Ernährung zu haben, dass du nicht weitere Schlackenstoffe ins System bringst. Und es ist außerdem gut, verschiedene Reinigungstechniken zu üben, die dir helfen können, Schlackenstoffe auszuscheiden.